Geld regiert die Welt. Und seien wir doch ehrlich, jeder würde doch davon am liebsten so viel haben, wie es geht. Denn damit kann man schöne Dinge kaufen. Urlaubsreisen mit der Familie, schicke Restaurantbesuche, yummy yummy, oder die neuesten und edelsten Markenklamotten. Die Möglichkeiten, Geld auszugeben, sind endlos. Aber es zu verdienen, das ist mit Arbeit verbunden. Zumindest war das früher mal so. Die Spielregeln haben sich geändert. Denn heute kann man Bürgergeld beziehen. Und ein Bürgergeldempfänger verdient sogar mehr als ein Geringverdiener. Und sie wollen jetzt dieses Bürgergeld erhöhen. Sage und schreibe, 25,4% ist das Bürgergeld in den letzten 2 Jahren gestiegen, wenn dieser Antrag durchgehen wird. Und seien wir doch ehrlich, dieser Antrag wird durchgehen. Ja, aber das ist ja auch nur fair, wenn man die Inflation berücksichtigt, sind die Preise letztes Jahr durch die Decke gegangen. Auch wenn die Reallöhne, also diese Minderheit, die glaubt, die müsste noch für ihr Geld arbeiten gehen, gerade mal um 5,7% von deren Brutto gestiegen ist. Wenn sie dann auch noch in die nächste Steuerklasse gerutscht sind, dann bleibt nicht mehr viel zum Frühstücken. Aber erinnert ihr euch noch zufällig an die Debatte mit Nancy Faeser und Carsten Lindemann bei Maybrit Illner? Niemals kann sich daran noch jemand erinnern. Das ist schon 9 Monate her und wir zählen uns jeden Tag tausende Videos rein. Aber dieser Beitrag ist so wertvoll und so zeitlos, dass ich ihn euch unbedingt nochmal zeigen will. Und ich wette, der Großteil von euch wird nur das hier machen. Aber legen wir los. Da geht es aber um etwas Grundsätzliches. Aber ich finde es schon mit Verlaub. Hier sitzt eine Bundesinnenministerin, die sagt, dass die Menschen nicht arbeiten können, weil sie geduldet werden und nicht arbeiten dürfen. Ich nehme nur mal das Beispiel Syrer, die eine hohe Anerkennungsquote haben, eine sehr, sehr hohe. Da haben wir 100.000 in Deutschland, 2/3 davon leben in Hartz IV. Also ich finde, wir müssen in einem Land leben, wo man die Dinge aussprechen darf, ohne gleich in die rechte Ecke gestellt zu werden. Wir müssen sachlich miteinander reden. Und Frau Bundesinnenministerin, was Sie gerade gesagt haben, das ist einfach sachlich falsch. Wir müssen uns die Frage stellen, und da sind wir, glaube ich, wieder zusammen. Was können wir tun, damit wir die Menschen besser integrieren, damit sie arbeiten gehen? Das ist der erste Punkt. Beim Thema Bürgergeld, da werde ich gegenstimmen, ja, aus voller Überzeugung. Wir haben heute Morgen im Handelsblatt vom Institut der Weltwirtschaft in Kiel, ganz seriös, die einfach mal 8 verschiedene Konstellationen ausgerechnet haben. Die kommen zu dem Schluss, dass in 6 verschiedenen Konstellationen es besser ist, man nimmt das Bürgergeld, als wenn man arbeitet. Und da reden wir nicht um 2-3 Euros. Da gibt es eine Familie, einmal mit 3 Kindern, einer arbeitet Vollzeit, Geringverdiener. Der hat, wenn er arbeiten geht, 880 Euro weniger, als wenn er das Bürgergeld bekommt. Selbst wenn man gar keine Kinder hat, ein Paar, einer arbeitet im Niedriglohnbereich, aber Vollzeit, die haben immer noch 230 Euro weniger als derjenige, der in Deutschland arbeitet. Ist Arbeit in Deutschland eigentlich gar nichts mehr wert? Frau Illner, ich sage Ihnen ganz ehrlich, eigentlich müsste man ein Denkmal bauen für die Menschen, die in Deutschland arbeiten gehen. Und ich verstehe jeden Geringverdiener. Nein, stopp. Genau, es geht um bessere Löhne. Es geht um bessere Löhne. Dafür bräuchten Sie, gut, das rechnen wir. Ich gehe voll mit Ihnen in die Debatte. Dafür bräuchten Sie einen Mindestlohn bei einer Familie mit 3 Kindern. Ich überschlage das mal und komme auf 15, 16 Euro. Den fordern selbst die Linken in Deutschland nicht. Und ganz ehrlich, ich verstehe jeden, der sagt, das kann ich nicht mehr machen. Ich werde jeden Tag angesprochen, Frau Faeser. Ihnen waren die 12 Euro schon zu viel. Nein, also das Frau Faeser, ich kann Ihnen nur sagen, Debatte dieses jetzt, Bürgergeld, ja, das verschiebt etwas in Deutschland. Nein, das tut das nicht. Es verschiebt etwas in Deutschland. Euro mehr. Herr Lindemann, 880 Euro mehr für eine Familie mit 3 Kindern. Wie wollen Sie das jemanden rechtfertigen, einen Geringverdiener, der in Deutschland jeden Morgen 6 Uhr aufsteht, auf den Wecker kloppt und arbeiten geht? Wie wollen Sie dem das rechtfertigen? Ja, Nancy Faeser, linksextrem, wie willst du das eigentlich rechtfertigen? Aber wahrscheinlich interessiert dich das gar nicht, ist ja sowieso nicht deine Wählergruppe. Es ist zum Haare rausreißen. Der Sozialstaat wuchert in alle Richtungen und ist im totalen Umverteilungswahn. Und die, die das Geld wirklich erwirtschaften, also unsere Fachkräfte, die werden mit genau diesem Verhalten aus dem Land geekelt. Aber wer hat auch schon Lust, einen Staatshaushalt zu finanzieren, der immer nur davon spricht, dass er zu wenig hat, obwohl er jedes Jahr Rekorde bricht und bald 1 Billion einnimmt. Und er kann nicht mal die Sicherheit auf unseren Straßen gewährleisten. Aber dafür kriegen wir auch eine Gegenleistung. Es wandert immer mehr Armut in unser Land und jeder weiß das.
dass Minus und Minus in der Mathematik Plus ergibt. Das heißt, desto mehr Armut wir importieren, desto reicher wird Deutschland sein. Es ist logisch. Das ist nicht nur ein physisches Naturgesetz, nein. Es lässt sich sogar ganz leicht mit Fakten erklären. Lasst mich euch helfen. Daher, dass ein Großteil der Flüchtlinge aus Ländern wie Syrien, Afghanistan, Eritrea, Irak, Nigeria, Somalia kommt und dessen Länder von Unruhen und extremer Armut betroffen sind, haben wir dementsprechend auch mit bildungsfernen Menschen zu tun. Und genau deshalb haben wir einen riesen Vorteil im Vergleich zu Amerika, Australien oder Kanada. Denn 73% der Flüchtlinge, die zu uns kommen, haben weder eine Berufsausbildung noch eine ähnlich geschweige denn umfangreiche schulische Ausbildung, wie wir es in Deutschland gewohnt sind. Und genau deshalb können wir von einem ultimativen Erfolgsrezept sprechen. Es ist die genialste deutsche Strategie, um dem demografischen Wandel endlich entgegenzuwirken. Und jetzt passt gut auf, denn es wird noch viel besser. Ich kann es euch versprechen. Laut einer Studie braucht der Aufstieg von der unteren Schicht zur Mittelschicht in Deutschland 180 Jahre. Und jetzt gehen wir noch tiefer in diese Studie rein. Die OECD attestiert Deutschland mangelnde soziale Mobilität. Der Aufstieg von ganz unten in die Mittelschicht dauert 6 Generationen. Da ist selbst in den USA der soziale Aufstieg leichter. Der soziale Aufstieg in Deutschland ist schwierig. Kindern aus einkommensschwachen Familien gelingt es nur selten, einen höheren Bildungsabschluss als ihre Eltern zu erzielen und später deutlich mehr zu verdienen. Wie die Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, zeigt, dauert es aufgrund dieser geringen sozialen Mobilität in Deutschland rechnerisch 6 Generationen oder 180 Jahre, bis man es aus der untersten sozialen Schicht in die Mitte der Gesellschaft geschafft hat. Wir können uns also glücklich schätzen, in nur 180 Jahren profitieren wir möglicherweise von der Zuwanderung, dass diese nicht mehr abhängig ist von unserem Sozialsystem. Der Plan der Linken und Grünen geht perfekt auf, denn schon jetzt sind 47% der Bürgergeldbezieher, also 2,6 Millionen Menschen, ohne deutsche Staatsangehörigkeit. Und das Potenzial ist noch lange nicht ausgeschöpft. Überlegt mal, der Anteil der Ausländer zur deutschen Bevölkerung liegt bei nur 13,3% und trotzdem macht die Zahl fast 50% der Leistungsbezieher aus. Und bei den Wachstumsraten, die wir täglich an unseren Grenzübergängen haben, können wir mit massivem Zuwachs der Empfängerrendite rechnen. Aber schaut euch mal diesen Artikel an. 15,4 Milliarden Euro Bürgergeld, immer mehr Ausländer im deutschen Sozialsystem. 132 Milliarden Euro an ausländischen Hartz-IV-Empfängern. In Summe wurde seit dem Jahr 2010 rund 132,8 Milliarden an ausländischen Hartz-IV-Empfängern ausgezahlt. Als Konsequenz aus dieser Entwicklung fordert der Abgeordnete eine restriktive Zuwanderungspolitik, die Einwanderung in unsere Sozialsysteme effektiv unterbindet, sagt Springer. Das von der Bundesregierung eingeführte Bürgergeld wirkt hingegen wie ein Zuwanderungsmagnet. Zuwanderungsmagnet, Moment mal, ist das sowas wie diese Pull-Faktoren? Aber ich bin nur ein normaler Bürger und viel zu dumm, das zu entscheiden. Deshalb fragen wir die dafür verantwortlich ist, im Bundesinnenministerium, Nancy Faeser. Was haben Sie dazu zu sagen? Also ich würde gerne auch noch mal anfangen, weil das mit den Pull-Faktoren ist wirklich durch nichts belegt. Es stimmt einfach nicht, dass Menschen hierher kommen, weil sie mehr Geld bekommen. Es ist durch nichts belegt. Das muss man einfach noch mal festhalten. Ach so, Pull-Faktoren gibt es nicht. Ich habe mich auch schon gewundert, weil mir ja das die ganze Zeit die Medien erklären. Auch wenn das manchmal für mich komisch ist, wenn Migranten über 7 Länder und Drittländer, die sicher sind, durchqueren und tausende Euros für diese, wie heißen die, Schlepper investieren. Aber das machen die wahrscheinlich nur, weil die fehlinformiert sind oder aus Hobbylosigkeit. Oder warte mal, verarscht uns Nancy Faeser und es gibt doch Pull-Faktoren? Weil wenn ich mein Gehirn anschalte, ich spüre da gerade was und das tut mega weh, dann ergibt das doch gar keinen Sinn. Aber es kann doch nicht sein, dass uns eine Politikerin im Fernsehen einfach ins Gesicht lügt. Ich meine, vertraut man dann noch der Politik? Das würden die doch nicht machen, oder? Nein, Gott, Spaß beiseite. Natürlich lügen sie uns wirklich frech und dreckig ins Gesicht. Genau wie die Kriminalstatistik und die Tatsache, dass die Polizei in Deutschland einen Maulkorb hat. Gott, nein, es ist nur Nancy Faeser. Bitte hör auf, uns so einen Stuss zu erzählen. Menschen in Deutschland laufen für 15% zu weit entfernten Supermärkte, um sich diesen Rabatt zu sichern. Die Betreiber wissen ganz genau, dass dieses Angebot ein Pull-Faktor ist. Es zieht die Kunden an oder drucken die das millionenfach aus Spaß. Nein, es funktioniert.
Und Deutschland, nein, das wäre nicht fair. Ich glaube, der Großteil der Menschen hier wollen das nicht. Es sind die Regierenden, die die Flüchtlinge das beste Angebot machen. Und ich wette meine Fußnägel darauf, dass wenn ich die Flüchtlinge befragen würde, warum sie gerade nach Deutschland kommen, dann würden sie sagen, weil sie hier am besten versorgt werden. Wie auch immer, aber kommen wir wieder zurück zum Punkt, das Bürgergeld weiter zu erhöhen und dann auch noch diese üppigen Summen, die jetzt durch die Kindergrundsicherung dazukommen werden, führen garantiert nicht dazu, dass Deutschland produktiver oder sozialer wird, sondern unfairer, unproduktiver und asozialer. Was soll das denn noch bitte? Abgesehen von den Menschen, die nicht erwerbsfähig sind und das wirklich brauchen, finanzieren wir mit dem Geld eine Anti-Integrationsleistung und züchten uns eine Unterschicht von noch nie dagewesenen Ausmaß. Und alles möglich gemacht durch diese fanatische, verlogene Migrationspolitik, dessen Konsequenzen wir noch in 180 Jahren ausbaden werden. Tja, und dadurch müssen immer weniger Menschen für immer mehr Menschen aufkommen, obwohl von 5.509.115 Personen 3.943.977 erwerbsfähig sind. Das ist nicht nur unwirtschaftlich, sondern ein katastrophaler falscher Anreiz. Und ich weiß, dass ich oft die Migranten da reinziehe, aber es ist nur eine Tatsache, dass ein Großteil über viele Generationen nur Kosten verursachen wird und Deutschland dadurch nichts gewinnt. Und dabei sind nicht mal die kulturellen Auswirkungen berücksichtigt. Und es ist auch eine Tatsache, dass ein Großteil der Flüchtlinge hinkommt wegen wirtschaftlichen Vorteilen und nicht, weil sie Schutz suchen. Aber es ist auch nicht verwerflich. Wer, sagt mir, wer würde nicht gratis tanken, wenn er könnte? Wir alle würden es tun. Es ist die Regierung, die das steuert und zu verantworten hat. Und manchmal frage ich mich wirklich, weil ich mir dieses Verhalten nicht erklären kann. Entweder die glauben wirklich an einen Internationalismus ohne Grenzen und jagen irgendwelchen Hirngespinsten und Ideologien hinterher. Oder wir haben es wirklich mit einer Verschwörung gegen Deutschland zu tun und dieses Land soll platt gemacht werden. Weil mir sind das, um ehrlich zu sein, viel zu viele Zufälle, dass ich sagen könnte, es ist nur die Inkompetenz und Unfähigkeit der Politiker. Wenn man nämlich das Gesamtbild betrachtet, all diese Maßnahmen, all diese Entscheidungen, dann wirkt das auf mich wie ein Plan, wie eine Agenda, nach dem Motto, wie kann ich in kürzester Zeit den maximalen Schaden in Deutschland anrichten? Wir leben in wilden Zeiten, sage ich euch. Aber es sind ja bald wieder Bundestagswahlen. Da könnt ihr die Karten neu mischen. Das war's mal wieder mit dem Video. Wenn euch der Beitrag gefallen hat und ich konnte euch helfen, ein differenziertes Meinungsbild zu entwickeln, freut mich das. Lasst ein Abo da, lasst einen Daumen hoch da und Stefanie, ich möchte mich persönlich bei dir bedanken, dass du gespendet hast. Es kommt der Tag, der rückt immer näher und ich werde es im übernächsten Video veröffentlichen, wie viel Geld jetzt schon gespendet wurde, was das Mikrofon kostet und dann gibt es für alle bessere Qualität. Versprochen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal.